Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ihr seht es, ich habe einen Gast heute und zwar einen Gast, auf den ich ganz, ganz stolz bin und ich mich total freue, dass er sich Zeit genommen hat. Und zwar Hans Königsmann. Herzlich willkommen bei Senkrechtstarter. Ja, guten Morgen. Ja, stimmt, das ist ja guten Morgen bei dir. Du bist ja in den USA, in Kalifornien gerade, ne? Genau, ich freue mich auch dabei zu sein hier. Du warst, glaube ich, der vierte Ingenieur oder technische Beruf, der irgendwie bei SpaceX angefangen hat. Also wirklich ganz am Anfang, Tag 1, SpaceX-Gründung ging es los und du bist dabei gewesen. Du hast in Berlin studiert, promoviert in Bremen, bist dann irgendwie über Umwege, eigentlich relativ geradlinig von dem Projekt, was du in Bremen hattest, in die USA gekommen. Eigentlich war das, glaube ich, mehr so ein Abenteuer geplant, so ein bisschen mal für 2 Jahre oder so. Und daraus ist mehr geworden und dann irgendwann kam das Abenteuer SpaceX und ich glaube, mittlerweile bist du eigentlich in den USA angekommen. Ein junger Millionär sich an dich gewandt und hat gefragt, ob du mitmachen möchtest bei seinem Unternehmen. Und daraus ist dann irgendwann SpaceX geworden. Du warst da Vice President für Avionics, also für Flugsteuerung und dann später für Flight Reliability und im Prinzip Qualitätssicherung und die Startabläufe, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich glaube, es ist nicht falsch zu sagen, hinter dir stehen sie ja schon, dass du einer der Väter von Falcon 1, Falcon 9, Dragon und Crew Dragon bist. Das ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend. Also ich würde mal sagen, wenn ich einer dieser Punkte in meinem Leben abgehakt hätte, dann würde ich sagen, ich habe eine großartige Karriere hingelegt. So rückblickend betrachtet, war das ein ganz schöner Ritt, oder? Ja, es war ein ganz schöner Ritt und es ist auch eine gute Story. Also im Prinzip hätte ich mir das selber nicht träumen lassen. Und wie du schon sagst, am Anfang war das halt nur ein 2-Jahres-Ausflug nach Kalifornien, um einfach mal zu gucken, wie es woanders halt ist, nicht? Mhm. Und ich hatte halt promoviert in Bremen, hatte das Projekt BremenSat abgeschlossen und dachte mir, ja gut, ich kann ein bisschen was riskieren, bevor ich in der deutschen Raumfahrtindustrie irgendwo verschwinde. Mhm. Und dann bin ich halt hier bei einer kleinen Firma gelandet, die hieß Microcosm am Anfang. Und war nicht unbedingt leicht am Anfang, war schon schwierig, sich zurechtzufinden, war alles anders hier und hat eine Weile gedauert, bis wir uns zurechtgefunden haben, aber dann haben wir es halt eben auch gemocht, nicht? Und nach 5 Jahren bin ich dann halt, wie du schon erzählt hast, in Elon reingerannt, völlig zufällig im Prinzip. Elon hatte noch ein bisschen mehr gehört über mich, von wegen, was ich an Avionics Arbeit mache halt. Und dann hat er mir halt angeboten, Avionics bei SpaceX zu machen. Und ich war halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort, nicht? Und und Elon hatte das Funding alles schon da und wir haben sofort losgelegt zu basteln, sozusagen. Ne? Und von da an ging es nicht besonders einfach weiter. Wir hatten halt ein paar Misserfolge auch, nicht? Also ein paar Fehlschläge. Aber im Endeffekt ging es immer besser voran und irgendwann kam halt der große Durchbruch mit Falcon 9 und Dragon und dann halt eben auch der Space Station halt. Mhm. Die Leute hören es ja, du redest Deutsch, Hans Königsmann. Ich glaube, die Amerikaner, die nehmen die Umlaute dann weg und machen dann ein OE raus. Braucht jede Raketenentwicklung so einen Quotendeutschen, oder? Ja, ein bisschen schon. Nicht? Also zumindest die was werden. schon irgendwie komisch. Nicht? Ich glaube, es ist wirklich Zufall gewesen in diesem Falle. Mhm. Also ich war halt da und hatte halt die richtige Ausbildung, die richtigen Fähigkeiten, um da mitzumachen. Ich bin mehr ein Systemperson. Ich bin nicht besonders, mein Wissen ist nicht sehr tief, sondern relativ breit. Und das war genau das, was man halt am Anfang auch in den ersten Jahren brauchte. Mhm. Und was mir auch halt über die ganzen Jahre auch weitergeholfen hat. Ich verstehe von jedem System ein bisschen was. Und das muss halt Leute geben, die das können. Ne? Mhm. Dieses Vorstellungsgespräch nenne ich es jetzt mal. Ich hatte darüber in dem Buch Liftoff von Eric Berger gelesen, was ich hervorragend finde. Und der meinte, dass ich glaube, Elon Musk ist zu dir nach Hause gekommen für das Vorstellungsgespräch und hat sich irgendwie angeguckt, wie du wohnst und ist auch vor deinem Bücherregal stehen geblieben. Stimmt die Geschichte so?
Nee, nicht ganz, aber er kam zu mir nach Hause. Und einfach, weil wir hatten kein Office am Anfang. Und wir hatten es also, selbst später, selbst danach noch, als ich sozusagen schon geheuert war, haben wir uns in Hotel-Meeting-Rooms getroffen, um halt das ganze Team zusammenzukriegen. Aber am Anfang war es halt logisch, dass er nach Hause kommt. Ich fand das immer genial. Ich habe gedacht, naja, wenn ich ein Interview zu Hause machen könnte, da würde ich immer aufs Bücherregal gucken und so Sachen. Ja? Elon selber, weiß ich nicht, ob er aufs Bücherregal geschaut hat oder nicht. Aber das ist halt, wenn du zu Hause bist, das gibt halt einen anderen Eindruck von den Menschen, als wenn du ihn einlädst in ein Büro und dann halt dort irgendwas machst, nicht? Also von dem Zug fand ich das immer genial, aber es war eigentlich aus der Notwendigkeit geboren, dass wir wirklich keinen Platz hatten. Kann ich mich ja fast glücklich schätzen, dass du mich ja jetzt auch zu dir mit nach Hause nimmst und hinten Raketen zeigst. Also wir hatten ja überlegt, du warst ja in Berlin jetzt gerade gewesen, meine ich, und wir haben uns dann bewusst entschieden, das Interview nicht zu machen, damit du zu Hause bist. Und ja, wahrscheinlich wäre das sonst ein Hotel-Room gewesen oder bist du bei Familie gewesen? Nee, ich habe, also wir haben ein Haus in Berlin. Ja. Und im Prinzip, also das wäre schon auch okay gewesen, aber da gibt es halt keine Raketen im Hintergrund und das ist halt auch irgendwie nicht ganz mein Natural Habitat. Das hier ist ein bisschen mehr, was ich bin. Apropos Natural Habitat, es gibt dieses Bild, ich glaube, das ist am Tag der Gründung oder ganz irgendwie dicht dran an der Gründung, und zwar ist dieses Bild von dieser Mariachi-Band in einem leeren Büroraum. Elon hat da irgendwie die Rasseln in der Hand, und du stehst hinten dran und guckst so ein bisschen, weiß ich gar nicht, so ein bisschen, ob du nun, als würdest du noch nicht genau wissen, was es hier alles gibt. Gibt es da eine Geschichte zu dem Bild? Das war, glaube ich, tatsächlich nicht so früh. Es war, glaube ich, nach einem Jahr. Ah, okay. Und wir hatten ein zweistöckiges Büro und der erste Stock, also das Erdgeschoss, war sozusagen schon komplett ausgefüllt und oben war es noch leer. Und wir wollten es eigentlich oben dann auch, ja, halt Office da oben reinbauen und dann hatten wir vorher halt eben noch die Idee, oder Elon hatte die Idee, eine Mariachi-Band zu holen und einfach nur ein bisschen die Mariachi-Band spielen zu lassen. Und naja, ich meine, so mein Ding war das nicht unbedingt. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Aber es war ganz lustig und war halt mal was anderes. Und dann danach war das halt so, dass Elon gesagt hat, das müssen wir jetzt öfter machen. Und es hat tatsächlich Jahre gedauert, bis das dann nochmal kam. Aber ja, es kam nochmal. Ich glaube, die Verschwörungstheoretiker würden jetzt so denken, von ja, und deshalb ist jetzt die Starbase in der Nähe von Texas, von Mexiko, weil man das damals schon gesehen hat. Aber ja. Nee, das hat andere Gründe. Ja. Du hast gesagt, ne, Elon hat dir diesen Job angeboten und du warst bei Microcosm gewesen vorher. Und wie kommt man auf die. Oder nein, nicht, wie kommt man auf die Idee? Wie sagt man sowas zu? Also ich meine, da kommt jemand, der nicht aus der Branche kommt. Du kanntest die Branche ja schon ein bisschen, also hattest vorher in der Branche gearbeitet. Dann kommt jemand, der von sich auch selber gesagt hat, naja, ich habe eigentlich von den Sachen nur Ahnung aus Büchern oder ich habe mir das angelesen und ich habe da eine Idee und ich will ein gutes Team zusammen aufstellen und ich will Raketen bauen. Und ich glaube tatsächlich auch, ich will in den Orbit und ich will hier halt Raumfahrt ernstzunehmende betreiben. Was war da so, was dich gecatcht Also hat? Elon war sogar noch ein bisschen weiter. Nicht? Elon hat im Prinzip von Anfang an gesagt, er will zum Mars und und Mars kolonisieren und Multiplanetary Species aus der Menschheit machen. Nicht? Und Elon hat einen ziemlich guten Track Record davor schon gehabt. Er hatte im Prinzip zwei Firmen gehabt, mit die er mit aufgebaut hat, was er erfolgreich gewesen hat. Das Geld für SpaceX dabei zusammengekriegt. Und das war zum Beispiel auch was mir halt was mich halt auch irgendwie beeindruckt hat, weil im Prinzip sein gesamtes Vermögen, was er vorher gemacht hatte, bei anderen Firmen wieder eingesetzt hat, um eben eine neue Firma zu bauen. Und nicht irgendwie, was weiß ich, 10% oder so, sondern eben alles, nicht? Mehr oder weniger alles. Und das fand ich schon, das hat mich beeindruckt. Was mich auch beeindruckt hat, war, dass er gesagt hat, er wird nach Los Angeles ziehen, weil das Talent oder halt die Leute, die halt dann da arbeiten, sind hier in Los Angeles. Und nicht umgedreht, dass er sozusagen in San Francisco oder in Palo Alto bleibt und alle, die da arbeiten wollen, müssen nach Palo Alto ziehen. Zwar, also das hat mich auch ziemlich beeindruckt. Und dann hat er technisch, war klar, dass er smart ist und dass er alles relativ
also nicht relativ, unglaublich schnell eigentlich begreift. Und von daher vielleicht am Anfang, dass eine Learning Curve ist, aber das ist innerhalb von ein paar Jahren wird er das alles beherrschen und alles wissen, was für eine Raumfahrt gebraucht wird. Und das war auch der Fall. Das ging ratzfatz und dann hat er das eben alles gewusst und noch mehr gewusst. Und die Tatsache, dass er halt am Anfang nicht klassisch ausgebildet war, war eigentlich ein Vorteil in dem Sinne. Ja. Das heißt, er war offen für neue Ideen und offen für neue Sachen und hat halt auch ein bisschen immer hinterfragt, was wir eigentlich machen, warum wir das so machen oder warum wir das nicht anders machen. Also das hört man oft zu SpaceX, dass es da irgendwie neue Leute gerne genommen werden, wo man sagt, Talent ist wichtiger als irgendwie Erfahrung, dass man Leute braucht, die halt den Drive haben. Und dennoch braucht man ja so ein gewisses Kernteam, was Wissen mitbringt und das aufbaut. Und da im Prinzip wurde jemand auch geholt, der auch aus der Industrie kam, mit dem du vorher zusammengearbeitet hast. Und zwar Gwynne Shotwell kanntest du, glaube ich, von Microcosm, oder? Ja, also das waren, Gwynne Shotwell war mein Boss bei Microcosm ich hab mit ihm zusammengearbeitet. Wir hatten eigentlich ein prima Team, weil wir eben auch durchaus verschieden sind. Ich bin halt ein bisschen der skeptische deutsche Raumfahrtingenieur und sie ist die outgoing amerikanische Unternehmerin sozusagen, nicht? Und die Kombination war immer hervorragend, weil wir konnten halt auch unser vieles Publikum einstellen und jedes Publikum auch gewinnen, entweder durch sie oder durch mich. Ja. Und ja, Gwynne war einer der Hauptpfeiler. Danach auch noch, dann war aber auch noch Tom Müller war da am Anfang und Chris Thompson war der VP of Structures. Und dann war auch noch kurz danach auch noch Tim Buzzard. Das waren so ein bisschen so die Pfeiler von SpaceX und die Leute, die halt ein bisschen Erfahrung hatten, aber auch nicht unbedingt traditionell. Also ich kam ja auch nicht unbedingt aus der traditionellen Industrie. Und wir waren alle mental auch ein bisschen auf der gleichen Spur. Nicht? Das ist halt eben auch wichtig. Und wir haben sozusagen dann nur noch danach Leute direkt aus dem College geheuert und dann angelernt. Ich hatte auch mal gelesen, ich glaube, dass du das gesagt hast, dass dich auch gereizt hat, die Idee, dass man diese Raumfahrt, dass man die halt günstiger und schneller machen kann. Dass du gesehen hast, was im Prinzip an der Raumfahrt nicht so gut funktioniert und wo du aber das Potenzial gesehen hast, das könnte man verbessern, wenn man das wollte. Und dass das irgendwo Elon und SpaceX auch versprochen hat. Genau. Ich meine, Erfahrung hat halt immer so ein bisschen so den Nachteil, dass man dann seiner eigenen Erfahrung mehr traut, als irgendwie neue Sachen auszuprobieren. Und das hat eben beim letzten Mal so geklappt, dann mache ich das diesmal eben auch so. Also ein ziemlich zweischneidiges Schwert, nicht? Weil dadurch probiert man halt nie Neues und dadurch weiß man halt auch eigentlich nicht, ob die Erfahrung wirklich nur Zufall war oder auch auf Physik basiert, nicht? Wenn man jemanden hat, der nicht Erfahrung hat, aber halt eben klug ist und ausgebildet und weiß die physikalischen Grundlagen und so weiter, dann kann das eine Person sein, die halt das alles nochmal neu ausprobiert, neu auf den Kopf stellt. Und dabei kommen oftmals Sachen raus, die nicht besonders intuitiv sind. Da gehen halt Sachen, die vorher nicht gingen. Ja. Manchmal geht es halt auch schief, aber in der Regel wir haben die Erfahrung gemacht, dass das immer relativ hilfreich war und den Horizont erweitert hat, wenn man nicht zu festgefahren war, wie es bisher gemacht wurde. Finde ich ganz spannend. Also wenn man sich so Statistiken anguckt mit Ingenieurstudenten in Deutschland, ich glaube, die Top 3 Wunscharbeitgeber von Ingenieurstudenten in den USA sind Nummer 1 SpaceX, Nummer 2 Tesla und Nummer 3 NASA. Also das zeigt auch irgendwie von wegen, wie sich Talent irgendwie auch angelockt fühlt von diesem Drive. Na, das zeigt ein bisschen auch, dass man eigentlich nicht weiß, wie die Arbeitgeber sind, weil man hat ja noch nicht gearbeitet. Also würdest du sagen, von wegen, dass die jungen Studenten direkt vom College oder aus der Uni kommen, dass sie falsche Vorstellungen haben? Naja, ich meine, ich sage das nur, weil SpaceX, Tesla und NASA sind sehr verschieden. Und von daher passt es irgendwie nicht ganz, dass es irgendwie so will ich arbeiten und dann ein bisschen weniger ist es bei Tesla und ein bisschen weniger ist es bei NASA. Das stimmt, glaube ich, nicht. Ja? Und von daher, das ist, glaube ich, auch ein bisschen durchmischt mit Prestige und anderen Sachen. Und eben auch dadurch, dass man halt das nicht so richtig weiß. Ne?
Was ich damals gemacht hatte, als ich studiert habe, ich habe ein Praktikum bei, damals hieß es, ich weiß gar nicht, wie es hieß damals, es war Friedrichshafen und war Dornier und wurde dann Teil von Airbus. Jetzt ist es ein Teil von Airbus. Also ich habe da ein Praktikum gemacht und ich habe ein Praktikum gemacht bei, damals hieß es Erno in Bremen. Weil ich einfach auch wissen wollte, wie die Plätze sind und wie das halt auch wirklich ist, damit ich nachher eine Entscheidung machen kann. Und das kann ich also einfach auch nur empfehlen. Wenn man sowas machen kann, mach ein Praktikum bei NASA, mach ein Praktikum bei SpaceX, mach ein Praktikum bei Tesla und mach dann die Entscheidung. Und also würdest du jetzt nicht sagen, dass die jungen Ingenieure da bei SpaceX verheizt werden und man da im Prinzip deren Wissen ausquetscht und dann hauen die wieder ab oder sind erstmal fertig, sondern mehr die Leute, die bei SpaceX gut sich wohlfühlen, die bleiben dann da und die merken, dass das ihre Sache ist. Also zum einen, wenn man aus der Uni kommt, hat man eigentlich kein Wissen nicht. Man hat irgendwie die Fähigkeit, das Wissen aufzusaugen, aber eigentlich direkt Wissen hat man eigentlich nicht. Das ist halt so nicht. Und also vielleicht ein bisschen im speziellen Bereich, aber ich fand immer, je mehr man eigentlich lernt, umso mehr weiß man, dass man wenig weiß nicht. Und dann halt bei SpaceX anzufangen, heißt, dass man halt erstmal eine ganze Weile lernt und noch eine ganze Weile lernt, wie der Laden läuft. Ist viel Arbeit, sehe ich aber auch ein. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das rechtzeitig balanciert und dass man da nicht völlig in der Arbeit versinkt. Aber wenn man das richtig balancieren kann, dann kann das durchaus sustainable, also auch andauern gehen und nicht unbedingt mit einem Verheizen sein. Also eigentlich gar nicht. Ich hatte halt auch am Anfang hatte ich mich durchaus ziemlich reingehängt und ziemlich viel auch gemacht. Aber nach ein paar Jahren muss man einfach dann irgendwie eine Balance finden. Ich arbeite grundsätzlich viel, aber ich habe halt eben auch meine Grenzen und muss darauf achten, dass ich, was weiß ich, wo mein Sweet Spot ist beim Arbeiten und dass ich halt auch eben entsprechend andere Sachen machen kann und auch mein Kopf nicht nur in der Arbeit steckt, sondern eben auch noch in anderen Sachen. Das ist nicht anders als in anderen Job. Da schwirren einen Haufen Gerüchte auch rum, wie schwierig das ist. Ich fand das nie so besonders schwierig. Was natürlich besonders war, war halt gerade die Anfangszeit von SpaceX, dieser Startup-Charakter, nenne ich jetzt mal, und dann halt diese Tropeninsel. Also ich hatte ja Bülent Altan bei mir schon zu Gast und wir haben da so ein bisschen drüber geredet und er ist ja ein super Erzähler und er erzählt dann, ja, und wir haben dann gemeutert, weil die wollten uns keine Zigaretten mehr, also sehr übertrieben, aber halt mit einem Augenzwinkern und aber trotzdem, man muss schon sagen, es war ja ein bisschen aus einer Not heraus, ihr durftet, glaube ich, aus Vandenberg nicht starten oder nicht demnächst starten und deshalb habt ihr euch entschieden, okay, ey, wenn es schnell gehen muss, dann sind wir von Omelek schneller. Aber logistisch war das nicht so einfach, würde ich mal einfach so sagen. Ja, man musste schon ziemlich alles dabei haben, wenn man da runterfuhr. Also es hat 2 Tage gedauert, da hinzukommen und 2 Tage wieder zurückzukommen mit dem Flugzeug, nicht? Und von daher, man musste schon ein bisschen mehr nachdenken, was man eigentlich mitbringt und was man halt dort kriegt. Also gar nichts eigentlich. Und das war schon ein bisschen schwieriger. Auf der anderen Seite, da waren noch ein paar Vorteile dabei. Da war halt die Tatsache, dass da war kein Mensch drumherum, mehr oder weniger. Also es war ein guter Platz, um halt Raketen auszuprobieren, ja. Weil da sehr viel Wasser drumherum ist und im Prinzip kann nicht viel passieren. Außerdem ist da keiner, der dich beobachtet. Und ich meine das jetzt mal einfach so, wenn man Raketen baut, dann gehen halt am Anfang Sachen schief, nicht? Und man macht halt, was weiß ich, Static Fires, da wird halt 5-mal probiert, das zu machen, ja. Und wenn ich jetzt sehe, was halt bei SRS passiert, wenn da mal ein kleines Ventil kaputt ist, dann schreit die ganze Welt und zeigt den Finger auf NASA, ja. Und ich denke nur, mein Gott, lass die doch mal arbeiten, ja. Also das war einfach nur so, wir konnten einfach ein bisschen dann in unserem eigenen Tempo arbeiten und das alles hinter uns bringen und das war auch gut so. Ich glaube, Und ich du. fand es auch spannend, weil so eine Gegend halt mit diesen ganzen Korallen und so, das ist halt was man eigentlich in Deutschland überhaupt nicht kennt und überhaupt nicht sieht. Und ich habe zum ersten Mal halt Charles Darwin auch verstanden und diese ganzen Korallensachen, das ist schon irgendwie spannend. Ich hatte irgendwo gelesen, dass ihr da auch Wracktauchen wart. Warst du da drunter? Also warst du einer von den Leuten, die da tauchen waren? Ja, wir haben angefangen, im Prinzip kann man nicht viel machen. Man kann tauchen oder, ja, das war es eigentlich. Schnorcheln. Ist halt nur Wasser. Okay, tauchen oder schwimmen, ja. Aber
Und dann ist das Problem, dass wir halt eben auch lange gearbeitet haben, dann daraus wurde dann oftmals Nachttauchen. Und dann gibt es halt da in der Bucht einige Wracks von noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Unter anderem eben die Prinz Eugen, die damals in einem atomaren Test angebrochen wurde sozusagen oder halt beschädigt wurde und dann in diese Bucht gezogen wurde und dann dort gekentert ist. Und ja, ist halt auch ein ziemlich beeindruckendes großes Schiff. Ist 800 Füße lang, glaube ich. Was sind das? 260 Meter, 72 Meter und ist zum guckt hinten raus mit dem Propeller halt und vorne am Bug ist in 40 Meter Tiefe. Also schon ein beeindruckendes Wrack zu tauchen. Du meintest eben von wegen, ja, da gehen auch Sachen schief. Jetzt muss man sagen, gerade Falcon 1, drei Fehlstarts, bevor dann der vierte geklappt hat. Also man hat seine Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes explodieren sehen. Gerade der erste Start, also dann da war das Tauchen oder Schnorcheln ja vielleicht sogar ein bisschen praktisch, dass man da irgendwie die Teile in der Nähe wieder aufsammeln konnte. Was ist denn das für ein Gefühl? Also ich meine, ihr habt da ja, ich weiß nicht, Jahre dran gearbeitet, bis ihr praktisch das erste Mal gestartet habt und dann puff. Ja, also der erste Start war nicht besonders schön und hat mich auch ziemlich mitgenommen und ja, das war halt irgendwie jahrelange Arbeit. Das war 2006 und wir hatten 2002 angefangen, also 4 Jahre Arbeit im Prinzip, ne? Und vor allen Dingen, ich meine, gut, das flog ja auch für 30 Sekunden, ne? Hätte ja auch weiterfliegen können, finde ich. Aber das ist halt eben auch nur für 30 Sekunden flog. Es war halt schon auch ein bisschen enttäuschend, nicht? Und dann eben auch runterkam und dann halt, im Prinzip sind wir 100 Meter weit gekommen vom Startplatz, nicht? Auch wenn wir irgendwie ein paar Meilen hochgekommen sind. Und dann die ganze Sache aufsammeln und wir hatten den Hangar, das war im Prinzip ein Zelt, hatten wir die Sachen dann hingelegt, ungefähr da, wo die sozusagen die Rakete nachkonstruiert. Und das war schon alles ziemlich traumatisch, würde ich mal sagen. Hat eine Weile gedauert, aus dem Loch wieder rauszuklettern. Ich hatte auch irgendwo gelesen, dass du gesagt hast, von wegen, oder deine Frau, die gesagt hat, dass du irgendwie einen Monat oder so nicht mehr mit ihr, oder nicht absichtlich nicht, sondern einfach generell einfach nicht mehr geredet hast irgendwie und irgendwie völlig im Tunnel warst. Ja, stimmt. Und sie sagt jetzt auch, dass die Zeit jedes Mal länger wird, wenn ich es erzähle, nicht? Also, vielleicht fast am Anfang der Woche. Ja, es stimmt schon, dass man im Prinzip, wenn man dann so Sachen verdaut, dass man halt einfach nur vor sich hin grübelt und nicht mehr redet. Nicht? Das war halt bei mir genauso. Und das Gegenteil davon ist jetzt natürlich irgendwie Flug 4 oder generell, ist, ich finde es immer so abgefahren bei Raketenstarts, da wie viel Arbeit da reinfliegt, wie viel Technik und was man alles bedenken muss und wie schnell es dann wieder vorbei ist. Also ich gucke fast jeden SpaceX-Start live. Das ist dann das andere Extrem, oder? Dass man, dass sich das auf so einen Punkt kumuliert. Die andere Sache ist halt auch ein bisschen im Prinzip, also ich meine, man sitzt ja an der, oder ich hab halt am Anfang, ich habe eigentlich immer viel Arbeit an der Konsole auch gemacht. Also ich war am Anfang halt ganz in Control und dann wurde ich relativ schnell der Launch Chief Engineer, der vor allen Dingen halt so ein bisschen das Ganze auch ein bisschen langsamer macht. Haben wir alles richtig gemacht oder haben wir irgendwas vergessen hier nicht? Das ist halt schon irgendwie ziemlich stressig, wenn am Anfang noch nicht sehr klar ist, was eigentlich richtig was falsch ist. Das weiß man gar nicht so sehr genau. Aber den Moment, wo man halt den Knopf drückt oder wo halt der fiktive Knopf gedrückt wird, das ist ja alles ein Programm im Prinzip, was läuft. In dem Moment kann man eigentlich auch aufstehen und rausgehen und gucken. Nicht? Weil nichts, man kann nichts mehr machen. Man hat keine Möglichkeit mehr, das irgendwie zu beeinflussen. Und trotzdem sitzt jeder noch davor und guckt auf den Bildschirm und guckt die Daten an und versucht halt rauszukriegen, ob alles gut läuft. Ja? Es hat überhaupt keinen Einfluss, was man selber da macht und was am Bildschirm passiert. Ja. Die Rakete ist sozusagen schon, die ist auf ihrem Weg und ob das gut oder schlecht geht, ist schon festgelegt. Das fand ich auch immer faszinierend. Ja, und dann natürlich, da hätten wir jetzt die also Falcon 1, wo Knopfdruck und dann ist sie weg im Prinzip und dann kann man auch eigentlich nichts mehr machen. Man kann vielleicht die Avionik oder nein, die Flugdaten nachträglich irgendwie auswerten oder so, aber hundertprozentig genau, also klar, man kann das analysieren, aber wenn man die Hardware nicht in der Hand hat, ist es schon schwierig zu wissen, was genau passiert oder wie sich eine Rakete eigentlich verhält. Und
SpaceX einzige Firma, die Booster, orbitalfähige Booster wieder landen kann. Das ist meiner Meinung nach ein extremes Wissen. Also da gibt es ja eigentlich so gut wie niemanden, der dieses Wissen hat, weil wie gut Hardware wirklich performt, wenn sie dann wieder da ist, oder? Genau, also die Tatsache, dass man halt dann die Stufe sich normal ansehen kann und nochmal, was weiß ich, Leg-Tests machen kann oder die Elektronik nochmal durchgehen kann und also Sachen halt nach dem Flug, ja, ist halt ein unglaublicher Vorteil gegenüber einer normalen Rakete, die einfach nur weggeht und wo man halt denkt, okay, ging gut, aber wir wissen nicht genau warum, nicht? Ja, ich stehe hier vor einem Modell von Bremsat. Und Bremsat ist ein ganz besonderer Satellit, der ist mit dem Space Shuttle ins All gebracht worden. Und zwar an dem hat nämlich Hans Königsmann mitgearbeitet. Also Hans Königsmann, wenn Sie das hier sehen, ich würde unheimlich gerne ein Interview mit Ihnen führen.